Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrafikkanal. Mein Name ist Jörg und unsere DJI Mini 3, die habe ich jetzt mit so einem Skin ausgestattet. Und wie das funktioniert mit der Folierung, das schauen wir uns nach dem Intro gleich an. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Thema. Die Post hat mir vergangen einen Brief gebracht, direkt aus Japan, von der Firma WrapGrid. Und die haben mir die Skins, also diese Folien für die DJI Mini 3 Pro, überlassen und zugesandt. Vielen Dank dafür. Und ich hatte euch ja schon mal ein Video gemacht. Ich hatte mir auch schon mal so eine Folierung bestellt für die DJI Mini 3 Pro. Bisher noch nicht angebracht. Dann wollte ich das ja mit der Autel Evo Nano Plus, mit diesem Autel Orange und dem Sichtweitentest alles so ein bisschen vergleichen. Das Video, das findet ihr hier oben. Und jetzt sind auch richtige Folien da. Und jetzt wird einfach mal unsere Drohne beklebt. Und dann schauen wir uns mal an, was das wird. Und da sind unsere Skins für unsere DJI Mini 3 Pro von WrapGrid Japan. Vielen Dank dafür. Man sieht, hier sind jetzt schon ja, so ein Farbmuster dabei, was es da für Folierungen auch gibt. Und vielleicht kommt das jetzt auch hier so rüber und man kann das hier so sehen. Hier gibt es so ja, schöne Metallic-Farben, aber auch so richtige knallige Farben. Und ich habe mich hier für das Orange entschieden. Und als Hilfsmittel nehme ich mir hier so ein Mikrofasertuch mit her. Und hier sehen wir jetzt auch schon, wir putzen unsere Drohne. Hier ist so ein kleines Tuch mit dabei. Jetzt wird die Drohne so richtig schön sauber gemacht. Natürlich sollten auch die Hände dann sauber sein, dass die nicht schmutzig sind. Es sollte wirklich alles fettfrei sein. Da ist jetzt nochmal das Paket mit unserem Skin und unserer Farbe. Schauen wir einfach mal, was hier drin ist. Hier hinten ist nochmal eine kleine Beschreibung drauf, auf Englisch und auf Japanisch. Und schaut euch das mal an. Hier gibt es das sogar alles auch auf Deutsch. Sehr schön. Ja, so schauen die jetzt aus. Das ist ja ganz toll. Also das, denke ich, wird ein kleines Puzzlespiel. Aber es gibt auch eine Montageanleitung hier nochmal. Und auch bei YouTube unter dem Video verlinke ich euch das mal. Und hier ist es auch alles nochmal bebildert dargestellt, wie das montiert werden muss. Und das werden wir doch jetzt einfach mal machen. Und hier sind jetzt unsere Skins auch nochmal zu sehen. Das sind die Seitenteile, das sind die Oberteile und jetzt wird beklebt. Und wenn dir das Video bis dahin schon mal gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir nach dem Video einen Daumen nach oben da lässt, einen netten Kommentar schreibst und falls du es noch nicht gemacht hast, den Kanal abonnierst und dazu auch die Glocke aktivierst, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Das hilft mir und dem Algorithmus, damit noch mehr Leute meine Drohnenvideos und Tutorials sehen können. Vielen Dank dafür und jetzt machen wir schon mit unserer Folie weiter. Da sind nochmal unsere Skins. Und jetzt werden wir unsere Drohne einfach mal bekleben. Ich lasse das Video mitlaufen und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Das ist jetzt übrigens meine erste Drohne, die ich hier foliere. Ja, langsam gefällt mir das schon, aber man muss eben auch sehen, ja, es gibt bestimmt irgendwo ein paar Ecken oder ein paar Kanten. Ich habe jetzt auch noch eine kleine Nadel besorgt, dass man dann noch so ein bisschen lang gehen kann. Aber ich denke, das wird jetzt ganz gut. Und beim Bekleben muss man eben auch immer sehen, dass man teilweise ja, die Ärmchen mal vorklappen muss oder dann auch wieder zurückklappen sollte, dass man da auch überall richtig schön rankommt. Und was ich auch noch mit erwähnen wollte, also das sind Folien von 3M, sehr hochwertige Produkte. Und jetzt machen wir langsam weiter. Und hier bei so kleinen Ecken, da nehme ich mir hier die Nadel her und dann gehe ich hier einfach so ein bisschen rein und dann sollte das auch passen. Und wenn man jetzt so sieht wie hier, dass sich das da vielleicht festklebt, dann kann man hier einfach mit der Nadel das dann so nach unten drücken, ohne dass man das immer mit den Fingern vielleicht anfassen muss. Ja, jetzt brauche ich erstmal eine kleine Pause. So sehen diese Folien dann aus. So schaut die Drohne aus. In unserem Orange wird dann vielleicht unsere Drohne auch komplett fertig sein. Was man dazu braucht, ist vor allen Dingen ja Fingerspitzengefühl, ein bisschen Ruhe und auch ein kleines bisschen Übung. Also ich habe mir ja als Hilfsmittel dann auch noch so ein Läppchen genommen, einen Wattetupfer. Man könnte sich vielleicht auch einen Föhn vielleicht noch mit dazu nehmen oder auch ein Cuttermesser. Ich habe dann so eine ja, Nadel bei meiner Frau aus der Nähkiste mal gemopst. Da kann man auch so die Sachen noch so ein bisschen anpassen. Und wie gesagt, ja, setzt euch da in Ruhe dran, schaut, dass ihr ausreichend Licht habt und eben Ruhe
Und ich denke mal, wenn dann meine Drohne hier fertig ist mit der Folierung, dann schaut das auch ganz gut aus. Wenn dann aber vielleicht doch irgendwo bei Ecken oder Kanten sein sollten, naja, ich mache das heute zum allerersten Mal. Wie gesagt, verzeiht mir da, aber ich bin guter Dinge und jetzt machen wir auch schon weiter. Dann gehe ich da bloß hier mit dem Wattestäbchen rein. Das ist, dass man nicht noch unnötig Dreck und Fettigkeit von den Händen jetzt vielleicht auf diese Klebefläche bringt. Und hier bei solchen Rundungen empfehle ich euch, von der Mitte aus anzufangen, also an der Mitte anzusetzen und dann einfach vorsichtig hier rumzuziehen. Und hier genauso. Und jetzt wollen wir mal sehen, was unsere Drohne mit Folie auf die Waage bringt. 255 Gramm. So, 2 Stunden später. Die Drohne ist jetzt fertig. Ich gehe jetzt hier zum Andrücken bloß noch mal so ein bisschen mit dem Tuch drüber weg. Und da ist sie, unsere DJI Mini 3 Pro in unserem Neon-Orange. Also ich sage mal, die schaut ganz gut aus. Ich bin jetzt ja fix und fertig nach diesem ganzen Geklebe. Es hat ja wirklich eine ganze Weile gedauert. Und ich verlinke euch das Video mal hier unten drunter. Da gibt es dann auch noch so eine Installationsanleitung. So direkt detailliert den Kanal kann ich euch da gerne mal verlinken. Da haben die Jungs auch ein Video dazu gemacht, wie man am besten auch diese Folien anbringt und. Ein paar Hilfsmittel bräuchte man auch dazu. Wie gesagt, ich habe mir so ein Läppchen genommen, so ein Uhrtupfer. Bei meiner Frau eine Nadel aus dem Nähkasten gemopst. Vielleicht hätte man können auch ein Cuttermesser nehmen oder vielleicht auch einen Föhn oder eine Heißluftföhnpistole, irgendwie sowas in der Art. Aber ich denke mal, das hat jetzt ganz gut geklappt. Denkt aber auch an die gesetzlichen Bestimmungen, wenn man dann mit der Drohne abheben möchte. Die hat jetzt nicht mehr das Gewicht von unter 249 Gramm. Also ihr habt es gesehen, 256 Gramm bringt meine DJI jetzt auf die Waage. Und das nächste gesetzliche, wo man auch beachten sollte, mit Folie oder ohne Folie, ist wie immer eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung. Unter dem Code DRGR3 findet ihr unter dem Video einen Link zu den Helden.de. Da gibt es eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung. Und da könnt ihr euch mit meinem Rabattcode auch noch einen Monatsbeitrag sparen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengraffer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.